Liebe Fans, liebes Fußball-Deutschland, ja, irgendwann musste der Tag ja kommen. Mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Über 15 Jahre ist mein Debüt jetzt her, als wir bei den Vereinigten Arabischen Emiraten gespielt haben und ich ultra nervös gewesen bin. Wir haben viele Höhen und Tiefen gehabt bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, der Höhepunkt, den kennt jeder. Der Sieg im Maracanã-Stadion gegen Argentinien, wo wir Weltmeister geworden sind. Wenn ich heute zurückblicke, erfüllt es mich mit Stolz und auch mit einer Menge Dankbarkeit, mit den ganzen Teamkollegen auf dem Platz gestanden zu sein und auch über 7 Jahre lang Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft gewesen zu sein, bis zu meiner Verletzung. Was danach kam, war noch eine Zugabe für mich persönlich. Und dass ich das nochmal geschafft habe, auf dem Rasen zu stehen bei einer Heimeuropameisterschaft, war die Krönung. Mein Dank gilt allen Begleitern, allen Mitarbeitern des DFBs, in erster Linie natürlich den Trainern, den Torwarttrainern, den ganzen Staffmitgliedern. Wir waren wirklich eine Familie gewesen und in erster Linie auch den Mitspielern, mit denen es immer Spaß gemacht hat, zu trainieren und auf dem Platz zu stehen. Ein besonderer Dank gilt natürlich euch, liebe Fans. Ihr habt mich immer in allen Lagen unterstützt, egal wo wir mit der Nationalmannschaft gespielt haben. Der Support war für mich persönlich und für die Mannschaft immer da gewesen. Und liebe Fans, ein riesen Dankeschön von meiner Seite. Ich persönlich habe es geliebt, das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen. Vielen Dank dafür.